Christian, du warst für uns unterwegs und hast eine sehr, eine Riecherfahrung gemacht, kann man sagen, mit South Park. Ja, und du hast sogar Nozolus Rift ausprobiert, was wir alle für einen Gag zuerst gehalten haben, aber das Ding gibt's wirklich. Ja, es gibt es wirklich. Es ist halt zwar ein Gag, aber eben ein echter Gag für die Messe. Oder jetzt nicht nur für die Gamescom, sondern auch für die anderen, die in den nächsten Monaten... Aber in Handel kommt es jetzt nicht. Nee, in Handel kommt es nicht. Und glaubt mir, es ist besser so. Es ist sicherlich ganz lustig mal für den ersten Furz. Dann macht es nicht mehr ganz so viel Spaß, denn es riecht wirklich übel, als würde man gerade menschliche Gase direkt ins Gesicht kriegen, wirklich. Ja, dafür ist es ja auch gedacht, oder? Ja, es simuliert das sehr gut, kann man vielleicht sagen. Aber es ist so ein widerlicher Gestank, der setzt sich wirklich im Rachen fest und man schmeckt es förmlich, kann man sagen. Man merkte das, weil du kamst dann zurück und hast dann gemeint, ey Leute, rieche ich danach, das ist ja eklig. Ja, ich hatte echt so das Gefühl, ich stink nach dem Zeug. War zum Glück nicht so, ich hatte es nur immer noch in der Nase. Aber umso besser war das Spiel an sich. Ja, natürlich. South Park wird wieder klasse. Also wer den Vorgänger mochte, der wird wahrscheinlich auch wieder hier auf seine Kosten kommen, denn der Humor ist genauso abgedreht und absurd wie eben die TV-Serie oder The Stick of Truth, was ja auch super lustig war. Da war aber eben das Gameplay so ein bisschen simpel. Das war ja eher ein bisschen aufgesetzt, dieses Rollenspielsystem, sehr vereinfacht. Und diesmal haben sich da halt ein bisschen was einfallen lassen. Das hat man ja bei der E3 schon gesehen, dass man nun sich auch bewegen kann in den Runden. Man so einzelne Felder hat, auf die man gehen kann, wo man dann sehen muss, dass man sich taktisch klug positioniert, dass die Attacken auch was bringen, dass man sich besser verteidigen kann. Man muss mehr auf seine Spezialattacken achten, eben, dass man die richtig einsetzt. Also mittlerweile macht es den Eindruck, dass es jetzt wirklich kein Hardcore-RPG ist, aber ein richtiges Rollenspiel wenigstens, dass da ein echtes Rollenspielsystem hintersteckt und nicht so aufgesetzt ist. Also es wird ernster vom Gameplay her, bleibt aber so abgedreht, wie man es von der Reihe kennt. Ja, auf jeden Fall. Und das wirkte alles eigentlich schon auch ziemlich gut gebalanced, wie sie das gemacht haben. Und man kann ja auch verschiedene Superheldenklassen dann wählen. Man muss in die Höhle vom Kuhn, ja, weil man spielt halt wieder dieses Kind, was man auch im ersten Teil war. Das Spiel spielt 3 Tage nach den Geschehnissen vom Stab der Wahrheit. Okay, ja. Und alle anderen Kinder sind weitergezogen und spielen jetzt Superhelden. Und man möchte halt selbst dabei sein und man will sich Kuhn and Friends anschließen. Aber man muss natürlich erstmal in die Höhle von dem Kuhn kommen. Dafür muss man einen Code finden, der, wie könnte es anders sein, Fuck You Mom heißt. Und dann erstellt man mit Cartman sozusagen den Charakterbogen und er spinnt sich eine Hintergrundgeschichte zum Superhelden zurecht und sowas. Man schwört quasi das Verbrechen zu bekämpfen, weil man seine Eltern beim Sex erwischt. Ja, das kann natürlich sehr verstörend sein. Nicht verstörend wird der Artikel, den du dazu baust. Den können wir dann auf unseren Seiten lesen, oder? Ja, ganz genau. Ist wahrscheinlich sogar schon online. Tolles Spiel. Sieht super lustig aus, halt genau wie die TV-Serie. Ganz, ganz vieler Humor, ja, genau. Passt zu South Park. Ja. Wann kommt's raus, noch zum Schluss? Ja. Sehr schwarzhumorig, wollte ich sagen. Im Dezember müsste es soweit sein. Okay, also eine gute Winterbeschäftigung. Ja, auf jeden Fall. Am 6. Dezember, pünktlich zum Nikolaus. Gibt's ein Geschenk. Ja. Und wir bleiben für euch dran bei South Park.